Die ersten beiden Ahsoka-Folgen haben mir wirklich gut gefallen. Aber eine Sache an der Ahsoka-Serie nervt mich, um ehrlich zu sein. Nervt mich sogar sehr. Und hebt einen Trend hervor, den Star Wars jetzt leider schon viel zu lange geht. Und das Traurige daran ist, es ist nicht mal was, was in der Ahsoka-Serie selbst ist. Und es ist auch nicht was, was außerhalb der Serie ist. Es ist nämlich vielmehr was, was nicht außerhalb der Ahsoka-Serie passiert. Denn Star Wars lässt hier einiges schleifen. Seit spätestens Episode 1 hatten wir das bei jedem großen Star Wars Film, dass, als der Film rauskam, wir auch eine Menge an weiteren Sachen zu dem Film bekommen haben. Natürlich Spielzeug, Actionfiguren und generell Merch. Da will ich mich auch gar nicht beschweren, das machen die mehr oder minder gut, je nachdem in welche Bereiche man so schaut, aber das gibt es wenigstens zuhauf zu diesen Serien, die jetzt rauskommen. Aber es gab auch immer Comics, Romane und Videospiele, teilweise einfach Romanversionen der Filme, aber auch Vorgeschichten, die dann eben auch teilweise vor den Filmen rausgekommen sind und einfach halt begleitende Sachen, die so um die Filme herum erschienen sind und dann Hintergründe zu einzelnen Charakteren oder zu Geschehnissen gegeben haben, die teilweise ziemlich cool waren, teilweise hat es auch nicht zu den Filmen gepasst, aber es gab das immer. Und wo bleibt das bitte momentan? Gerade zu The Mandalorian hätten wir so super ein Videospiel bekommen können. Okay, man kann sagen, Videospiele dauern einfach lange zum Entwickeln. Aber die erste Staffel von The Mandalorian ist schon 2019 rausgekommen. Das sind also mehr als 3,5 Jahre, um ein Spiel zu entwickeln. Aber was die Serien angeht, hätte es auch so viele Romanmöglichkeiten in letzter Zeit gegeben. Aber auch Story-Einbindung und Hinweise vor den Serien wäre eine super Möglichkeit in verschiedenen Romanen gewesen. Bei The Mandalorian hätte man einfach zum Beispiel zwischen Staffel 2 und Staffel 3 so ein paar Abenteuer Mandos und Grogus erzählen können. Einfach was, um die beiden besser kennenzulernen und eine Menge spaßiger Action zu haben. Vielleicht für Mando sogar noch so den einen oder anderen Kopfgeldauftrag, den er mit Grogu ausführt, was keinerlei große Konsequenzen für den hat und die Story für Mando Staffel 3 irgendwie anders machen würde, aber einfach, um uns eine Geschichte mit Grogu und Mando zu geben, die Spaß macht. Bei der Kenobi-Serie hätten wir dann auch einen Roman über Reva bekommen können. Oder bei Andor wäre doch ein Begleitroman mit Charakteren wie Luthen, Mon Mothma und Deadra Miro definitiv drin gewesen. Man hätte Mon Mothmas Beziehung zu ihrem Mann und ihrer Tochter erweitern können, Saws und Luthens Rebellenaktionen mit aufnehmen können und vielleicht hätte man sogar diesem Anto Krieger-Typ, der da von Luthen dem Imperium geopfert wird, einfach eine Vorgeschichte geben können, zeigen können, wie Saw und Luthen und Krieger schon mal zusammengearbeitet haben, was dann diesen Verrat an Anto Krieger, diese Opferung, noch viel schlimmer in Andor gemacht hätte. Und dann da noch Geschichten von Deadra Miro so dazwischen rein, die Luthen so langsam aber sicher auf die Schliche kommt, ohne zu wissen, dass es Luthen ist. Aber in Ahsoka wird das auch klarer denn je. Denn wie wäre es jetzt einfach gewesen, Sabines und Ahsokas Beziehung so als Meister-Schüler-Gespann als Roman zu veröffentlichen? Hätten die einen Monat vor der Serie im Juli veröffentlichen können und das Buch wäre verkauft worden wie warme Semmeln? Oder die Vorgeschichte zu Baylan und Shin oder die Vorgeschichte der Magistrate? Klar, einige Informationen dürfen wir bestimmt vorher nicht erhalten, weil die erst im Laufe der Serie erzählt werden sollen. Aber zumindest Andeutungen hätten in so einem Roman gemacht werden können. Oder halt ein Aspekt, der eigentlich geheim bleiben soll, hätte für Fans, die Geld für Romane ausgeben und Romane lesen, dann halt schon bereitgestellt worden sein können. Das wäre ziemlich cool gewesen für jeden, der bereit ist, dafür Geld auszugeben und Zeit in so einen Roman zu investieren. Das wäre doch einfach nur nett, wenn einfach Hardcore-Fans, die die Bücher lesen, schon ein bisschen mehr Infos vor der Serie gehabt hätten. Und da die Serien oft sehr beliebt sind, würden die Romane sich wie gesagt extrem gut verkaufen. Jetzt kann man sagen, okay, einen Roman zu schreiben und zu drucken dauert lange. Und die Story von so Serien kann sich auch während den Dreharbeiten und auch danach nochmal ändern. Filme brauchen einfach länger für die Produktion und deswegen ist es da vielleicht auch einfacher, halt so Bücher zu schreiben. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben und wenn dann irgendwas in der Postproduktion aufkommt, dass nochmal Szenen gelöscht werden oder halt irgendwelche neue Storybeats mit eingefügt werden, kann das im Roman vielleicht auch noch geändert werden. Das ist bei Serien vielleicht schwieriger. Aber wie gut, dass es da heutzutage einfach sowas wie E-Books gibt. Da hat man dann nicht das Problem, dass wenn sich in der Story was ändert, man dann vielleicht schon tausende Bücher gedruckt hat. Die könnten einfach das Buch fürs erste halbe Jahr nur als E-Book rausbringen und dann später, wenn die Serie draußen ist und die Story der Serie in Stein gemeißelt ist,
das Ganze dann als gedrucktes Buch rausbringen, wenn man weiß, okay, die Story des Buches kann so stehen bleiben. Dann braucht man nun einen Autor, der relativ schnell schreiben kann. Und manche Autoren können das, manche eben nicht. Aber wenn man sich so jemanden wie Michael Stackpole anschaut, der unter anderem die Legends X-Wing Bücher geschrieben hat, der hat es geschafft, die ersten drei X-Wing Romane alle in einem Jahr in 1996 rauszubekommen und dann den vierten Band dieser X-Wing-Reihe im Januar 1997. Der hat vier Romane innerhalb von 13 Monaten rausgebracht. Hätten die so einen Autor, wäre das drin, so einen Roman in 3 bis 4 Monaten geschrieben zu bekommen. Und da die Dreharbeiten von so Serien meistens länger als 5-6 Monate dauern und dann die Postproduktion auch nochmal einige Zeit dauert, könnte man halt so ungefähr zum Abschluss hin der Dreharbeiten anfangen, den Roman schreiben zu lassen, dann wäre der rechtzeitig vor der Serie fertig. Und wie gesagt, zu den Filmen gab es immer Romane in den letzten 24 Jahren. Mal exzellent, wie bei Rogue One. 2 Romane gab es zu Rogue One, die sich super untereinander ergänzen, super mit dem Rest des Universums zusammen klarkommen, richtig gut geschrieben sind und die Story des Films einfach perfekt erweitern. Die sind richtig, richtig gut. Und mal war es desaströs wie bei Episode 9, wo der Film den Romanen widerspricht, was bei Romanen, die extra als Vorbereitung für den Film beworben werden und das sehr heftig beworben werden, nicht gut ist. Aber wie gesagt, die Romane waren immer da. Warum wird das jetzt bei den Serien einfach gar nicht mehr gemacht? Was ich aber noch schlimmer finde, ist das Fehlen von so Einbindungen der Serien in den restlichen Kanon. Ich habe mich damals so richtig in Star Wars verliebt, als ich angefangen habe, die Romane zu lesen und ich einfach gemerkt habe, dass zum Beispiel die Charaktere der Sonderstaffel aus den X-Wing-Romanen auch in der Thrawn-Trilogie auftauchen. Mara und die Solo-Kinder aus der Thrawn-Reihe in den kommenden Romanen dann auch Rollen erhielten und dann so ziemlich alle Romane, Videospiele und Comics ab der Erbe der Jedi-Ritter-Reihe in den Büchern vereint wurden. Da kam wirklich aus jedem Winkel von Star Wars-Medien der letzten 10, 15 Jahre die Charaktere zusammen und haben Action erlebt. Hier wurde ein großes, verbundenes Universum aufgebaut. Und ich hatte gehofft, dass es dem Kanon gelingt, genau das auch zu machen mit den Büchern, Comics und Videospielen, aber eben dann auch die Filme und Serien damit einzugliedern. Und die Ahsoka-Serie zeigt absolut, dass es hier nicht funktioniert. Wie einfach wäre es zum Beispiel gewesen, diese Passage nach Peridea, die Baylan hier erwähnt, als Name-Drops in die Romane vorher einzubauen. Baylan sagt in Ahsoka ja, dass er von dieser Passage nach Peridea in Kindergeschichten der Jedi gehört hatte. Die Drehbücher der Ahsoka-Serie werden jetzt nicht erst gestern fertig gewesen sein. Die werden schon vor einem Jahr, wenn nicht vor 1,5 Jahren, halbwegs fertig gewesen sein. Und wie einfach wäre es da bitte gewesen, in einem der High Republic Romane, das sind Romane, die hauptsächlich über Jedi vor so 200 Jahren bis 350 Jahren vor den Filmen gehen, einfach dann einen Name-Drop von Peridea oder der Passage nach Peridea zu machen. Wenn Baylan in einer Kindergeschichte der Jedi von dieser Passage gehört hat, dann lasst uns diese Kindergeschichte doch vielleicht auch in einem Roman vorher mal hören. Oder wenigstens eine Erwähnung zu dieser Geschichte. Und das hätte ja auch in den Romanen nicht näher erklärt werden müssen. In der Auflistung von Hyperraumrouten oder galaktischen Phänomenen oder Jedi-Kindergeschichten verschiedene Namen auflisten und irgendwo zwischendrin so im Nebensatz die Passage nach Peridrea eben auch erwähnen. Dave Filoni hätte halt einfach zu Lucasfilm Publishing gehen können und denen sagen können, hier, ich gebe euch 4 Begriffe, ich erkläre euch die nicht näher, ich gebe euch keinen Kontext, um keine Leaks oder so zu gefährden. Das sind, sagen wir, Kindergeschichten der Jedi, bringt die im nächsten High Republic Roman bitte unter, das ist ein kleines Easter Egg für eine zukünftige Serie. Und wie krass wäre es denn dann bitte gewesen, wenn die Fans so vor einem Jahr oder einem halben Jahr einen High Republic Roman gelesen hätten, da verschiedene Jedi-Kindergeschichten halt die Namen von gelesen hätten, und jetzt dann denen beim Schauen der Folge eingefallen wäre, oh mein Gott, in dem Roman habe ich doch was über die Kindergeschichten der Jedi gelesen. Lass mich das nochmal durchblättern und gucken, ist da diese Passage von Peridea drin? Und dann finden die das auch wirklich in dem Roman. Das wäre doch mega, mega cool, wenn sowas generell öfter gemacht werden würde. Einerseits, um uns coole Easter Eggs zu geben, andererseits, um dieses Universum irgendwie besser miteinander zu verbinden. Wenn so kleine Brotkrumen in den Romanen verstreut werden würden, und zwar regelmäßig, und dass so die Romane und Comics besser mit den Serien und Filmen verbinden würden, wäre ich, um ehrlich zu sein, der Erste, der absolut jeden Star Wars Roman kaufen und lesen oder als Hörbuch hören würde, um die Romane eben nach solchen Sachen abzusuchen. Das wäre sicherlich ein Grund mehr für Fans, sich auch an die Romane heranzuwagen,
Und es würde auch einfach ein größeres Gefühl der Einheit innerhalb dieses Universums kreieren. Mehr so das Gefühl, dass alles, was unter dem Namen Star Wars veröffentlicht wird, in einem einzigen Universum geschieht und nicht, okay, wir haben hier die Filme und Serien, die machen ihr Ding und dann sind da noch die Videospiele, die machen ihr eigenes Ding und hier sind jetzt die Romane neben den Comics und alles hat so seinen eigenen Star Wars Kosmos, aber das gehört nicht so wirklich zusammen, wie wir es jetzt haben. Wir haben den Kanon doch jetzt, um alles miteinander zu verbinden. Warum werden da die Chancen, die wirklich quasi auf dem Silbertablett liegen und nicht wirklich viel Arbeit benötigen, nicht ausgenutzt? Theoretisch wird es ja sogar schon reichen, eine Liste an Orten, Routen, Charakteren, was weiß ich nicht, zu entwickeln und da komplett neue Namen reinzuhauen, die zwischendurch in den Romanen genamedroppt werden. Und wenn dann in einer Serie irgendwie ein neuer Rebellencharakter gebraucht wird oder ein neuer Jedi-Charakter, der vollkommen neu ist, könnte man einfach zu dieser Liste gehen und sehen, okay, der Name XY wurde in 2 Romanen schon mal erwähnt, das ist ein Jedi, der ungefähr zu diesem Charakter passen würde. Das waren nur 2 Name-Drops, der hat keine Geschichte bekommen. Nehmen wir den noch einfach mit in diese Serie mit auf und alle werden denken, dass das von langer Hand geplant war. Obwohl das nicht wirklich viel Arbeit ist, da eben so einen Namen aus so einer Datenbank rauszuholen. Und schwupps hätte man dann mit der neuen Serie eine Verbindung mit dem einen oder anderen Roman, die Fans wären glücklich und man hätte nicht wirklich viel mehr Arbeit gehabt. Und es gibt definitiv Fans wie mich, die das extrem feiern würden und dadurch auch mehr Romane kaufen und mehr andere Fans wahrscheinlich auch anstecken würden. Und doch lässt man das einfach links liegen und gerade auch in Bezug auf so Begleitromane, ja, man bringt da dieses Jahr scheinbar nur noch ein paar High Republic Romane raus, was so den Erwachsenenbereich angeht. Und ansonsten hatten wir in diesem Jahr High Republic Romane, Begleitromane zu Star Wars Hunters, was noch nicht mal offiziell draußen ist. Ein Begleitroman zu Jedi Survivor und ein Roman über eine wenig bekannte Inquisitorin und das war's. Versteht mich nicht falsch, die Begleitromane zu den Videospielen waren ganz nett und die High Republic macht mir teilweise echt Spaß. Aber so Romane zu den Serien, wenn die einigermaßen gut gemacht wären, würde das alles vermutlich nochmal ordentlich toppen für mich, aber auch die Verkaufszahlen würde das toppen. Aber was sagt ihr? Vermisst ihr das Ganze auch oder interessiert euch das eher so gar nicht? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch meine Theorien dazu wissen wollt, warum es eine Karte zu Thrawn gibt, was das Eye of Sion ist und warum zum Beispiel die beiden dunklen Jedi, Baylan und Shin, anders sind als alle anderen Nutzer der dunklen Seite bisher, guckt mal hier in das Video von gestern rein. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.